Ich habe insgesamt schon 3 Einhörner gefangen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele davon tatsächlich in der letzten Folge. Es dauert irgendwie ziemlich lange, bis die respawnen. Da vorne ist wieder eins. Ich habe bisher nur 3 Männchen, deswegen hoffe ich sehr, dass das da jetzt ein Weibchen ist. Es hat uns, glaube ich, schon registriert und ist ein bisschen weggelaufen. Aber ich hoffe, dass wir das trotzdem fangen können. Ja, ja, ja. Einmal noch. Oh Gott, nochmal. Warum nochmal? Kein Grund zur Aufregung. Ich tue dir nichts. Ja, guck mal. Und bitte sei weiblich. Weil noch eins kann ich nämlich nicht fangen. Dann gehen wir nämlich das trotzdem Professor Howen nie. Zurück zum Raum der Wünsche. Inventar. Ja, es ist sogar ein Weibchen. Sehr schön. So, Karte. Und dann können wir nämlich einmal zurück. Karte von Hogwarts. Genau, einmal hier in den Raum der Wünsche. Dann können wir die Viecher da noch rauslassen. Genau so sieht das aus. Oder fast so. Genau. Dann einmal da rein. Ich habe ja auch den Futterautomaten gekauft. Ich erinnere mich. So, warte mal. Auf jeden Fall das weibliche Einhorn. Gibt es hier irgendwie einen Unterschied zwischen denen? Nö, ne? Keine Ahnung. So, das heißt, davon haben wir 2. Wir können nur noch 2 hier reinsetzen. Das ist echt wenig. Das heißt, ich muss mich jetzt entscheiden, entweder für diese wunderschönen Kröten oder die Hippogreife. Ich glaube, ich würde tatsächlich die Hippogreife mal hier reinsetzen. Was? Artenobergrenze? Ach so, das heißt, ich darf jetzt quasi nur noch 2-mal den gleichen dazu setzen. Okay, dann machen wir erstmal Einhörner. Die anderen müssen wir dann leider erstmal behalten. Okay, das ist auf jeden Fall die männliche Kröte mit diesem Zacken oben drauf. Die behalten wir in jedem Fall. Diese eine, die sieht aus wie diese, die können wir, glaube ich, verkaufen. Die anderen müssen wir dann erstmal in unserem Beutelchen behalten. Warte mal, ich wollte aber gucken. 3. Ja, das stellen wir, ich weiß nicht, irgendwo hin. Einfach hier so hin. Ich weiß gar nicht, wie das hier ist mit dem Platz tatsächlich. Kann ich das einfach hier hinstellen? Achso, man kann nur 1. Okay, ja, ja, verstehe. Irgendwelche Spielsachen können wir dann, machen wir die dahin. Und was hatten wir hier noch? Das ist noch Zuchtgehege, ja. Das ist also genau das, wofür ich die Geschlechter mache. Haben wir aber noch nicht. Steinbank. Kunstvolle Bank, Steinmauer, Holzzaun. Ja, ich glaube, ist eigentlich egal, ne? Das brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Teile des Gebäudes. Oh, gut. Haben wir eh nichts mehr. Aber okay. Kann ich immer nur 1 nehmen? Niffler zumindest einen Moment ablenken sollte. Ja, gut. Mondkalb. Knuddelmuff. D-Recall. Ja, D-Recalls wollte ich noch holen. Das habe ich. Jabbernoll und Phoenix und Fupa. Kniesel. Haben wir hier Grabhörnern. Grabhörnern. Naja, Hypogreifer auf jeden Fall, die wir jetzt nicht mehr reinsetzen können. Lieblingsspielzeug von Einhorn. Den alle Tierwesen toll finden. Wir machen mal Einhorn. Die finden das jetzt super klasse. Sind die jetzt schon... Ja, die sind jetzt schon genährt. Warte mal bitte. Achso, die spielen jetzt erst, ne? Kannst du nichts essen? Du hast was gegessen. So. Dich können wir doch abputzen. Abputzen. Dann können wir hier sammeln. Okay, du kriegst ausnahmsweise mal so Futter.
Ja, aha. Du bist doch schon fertig, oder? Darf ich das noch nicht? Ich weiß nicht, warum ich das noch nicht darf. Du wirst erstmal geputzt. Keine Ahnung. So. Und du wirst auch geputzt. Du wirst vor allem geputzt. Geht noch nicht. Was ist denn los mit euch? Jetzt wirst du aber geputzt. Voll cool, die haben ja sogar so eine Maserung. Richtig cool. Einhornhaar. Wir könnten theoretisch richtig viele parallel hier bedienen, ne? Wenn wir dicht genug rangehen, scheint das immer zu klappen. Dann geht es auf jeden Fall schon mal schneller. Die spielen noch? Spielen die noch? Die spielen noch. Dich habe ich schon. Was macht das denn? Warum kann ich das denn nicht? Es will noch spielen. Okay, ich hätte das mit dem Spielzeug hätte ich erstmal lassen sollen, glaube ich. Dich haben wir schon. Dich müssen wir noch putzen. So, du kriegst auch noch. Ich habe schon wieder vergessen, was wir hier alles für welche haben. Dann musst du das ja sein. Ja. Okay. Drei. Haben wir das drei von? Weil wir haben doch von allen vier gesammelt. Naja, gut. So, haben wir jetzt alle eingefangen sozusagen, wollte ich schon sagen. Haben wir ja. Wir haben ja alle gefangen. Hahaha. Können wir wieder Randale machen? Oh, entschuldige, das wollte ich nicht. Es tut mir sehr leid. Ich war das nicht. Das war hier Autofokus von irgendwas. Wo sind jetzt die Vögelchens? Die zwei kleinen. Der blaue und der grüne. Der ist schon. Wo ist der blaue? Keine Ahnung. Da. Dich haben wir auch schon. Okay, dann haben wir ja hier einmal alle erledigt. Ich weiß nicht, was wir machen müssen, damit das Gehege größer werden kann. Dass ich hier halt tatsächlich mehr als 4 Arten und mehr als 12 insgesamt reinstecken kann. Aber voll gut, dass wir hier einfach auch, so ein bisschen farmen können. Voll süß, es leuchtet. Habt ihr das gesehen? Richtig cool. Ja, okay, aber dann war es das erstmal hier mit Tierwesen für den Moment. Die Recalls, da würde ich ganz gerne mal gucken, wo wir welche finden. Aber alles, was ich jetzt so durchgeschaut hatte auf der Karte, das waren tatsächlich alles nicht solche. Mal ganz kurz schauen, ob wir hier noch irgendwas haben, was wir umkleiden müssen. Und oder ob wir was zum Verkaufen haben. Ein Teil zum Verkaufen, diese Brille, ja. Okay, dann könnten wir vielleicht mal schauen, was wir überhaupt für Aufgaben haben. Wir sollten uns ja, glaube ich, auch mit Sebastian irgendwo treffen. Ja, genau, triff Sebastian in Feldcroft. Glacius, Wingardium Leviosa, was wir alles lernen können. Defindo. Ja, diese muss ich alle noch machen, aber ich glaube, ich würde tatsächlich das hier als erstes einmal machen. In der Hoffnung, dass wir auf dem Weg dahin, da waren wir ja noch nicht, ja, dass wir da vielleicht, können wir nicht hier durch, da hinten durch, hier durch, einfach so hier durch? Wir waren da ja noch nicht, wollte ich sagen. Und ich hoffe, dass wir vielleicht einfach, ja, warte mal, wir machen mal, ja, teleportieren uns mal dahin. Und ich hoffe nämlich, dass wir dann die Recalls da vielleicht finden. Denn diese, Tatzen, die wir bisher auf der Karte haben, die sind alles keine D-Recalls. Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. So. Oder
da ja mal ganz kurz eine Kiste. Und verkaufen kann man da auch. Können wir da rein jetzt? Mal ganz kurz. Alle Homura. Ah, ja, ja, wir können ja. Wie ging das nochmal? Q und E. Da war das schon, ne? O. Und das andere war A und D. Da musste ich in die Mitte gucken. Ich mag das. Wahrscheinlich wird es uns auf die Nüsse gehen. Irgendwann mal, wenn, Revelio. Wenn wir das ganz oft machen müssen, warum laufen wir denn so lahmarschig? So, gibt's hier noch irgendwas? Nö, ne? Eigentlich ganz schön mies. Wir brechen hier einfach in irgendein Haus ein und klauen einfach die Sachen da drin. Ja. Ganz kurz mal eben verkaufen. Das sieht aus wie verkaufen. Hallo. Jalal. F wollte ich drücken. Hallo, Mr. Simi. Was kann ich für Sie tun? Ja. Was verkaufen Sie hier? Diese Brille, ich... Wie kann ich heute behilflich sein? Sprachlos. Das hier mal kurz verkaufen. Das haben wir gerade bekommen, ne? Ja, ich reicht hoffe, wir mir sehen schon. Uns bald wieder. Huch, wollte ich gar nicht. Dann wollte ich nämlich jetzt weiterfliegen in die richtige... Nachdem, was Renrock dem Koboldbankier bei Gringotts angetan hat, sollte mich das mit Arn nicht überraschen. Arn? Was ist denn mit Arn? Wir haben gar nicht nachgefragt, ne? Hätte er uns das erzählt, wenn wir nachgefragt haben? Was auch immer wir dann über Arn erfahren hätten? Lenke einen Schlüpfling ab, setze eine Alraune gegen einen Gegner ein. Das könnten wir auch mal machen, diese ganzen Sachen. Das würde aber voraussetzen, dass wir sowas wie Alraun quasi einfach immer mal eben mit dabei haben. Was? Das sollte ich untersuchen. Vielleicht sogar möglich ist. Das da ist wieder so ein Trollding, ne? Sehe ich doch schon am Symbol. Gott, wie weit ist das denn? Oh, warte, 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 warte. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor. Doch, ich kann es mir ungefähr vorstellen. Können wir mal ganz kurz gucken, ob es hier irgendwie... Ne, hier gibt es auch keine Tatzen mehr. Dann machen wir doch den mal als nächstes. Doch, ich habe eine ungefähre Vorstellung davon, wie schlimm das gewesen sein muss. Oder müssen wir tatsächlich über diese ganzen Sachen drüber geflogen sein, damit wir die entdecken quasi? Blöd, wenn die Vorräte zur Neige gehen. Macht mich... Na, wir gucken erstmal. Da unten war noch irgendwie was, aber... Oh, nee, noch nicht. Das noch? Wir nähern uns unserem Ziel. Also die beiden haben wir sozusagen im Augenwinkel gesehen. Dann würde ich sagen, machen wir mal das. Also hier haben wir auf jeden Fall noch... Was sind das für komische Luftballons? Was passiert damit? Huh, okay. Das möchte ich machen. Wie viele sind das? Vier nur? Fünf? Voll cool. Magst du? Oh, den haben wir verpasst. Nein, eine komplette Kehrtwende, bitte. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr Stand, damit wir überhaupt den richtigen Winkel treffen. Oh, gerade so. Lasse Balance zerplatzen. Haben wir geschafft. Sehr schön. Okay. Wenn ich jetzt auf die Karte drücke, dann ist... Oh, hier können wir nicht reinfliegen. Hier ist schon wieder so eine Special Area. Ach, das ist bestimmt Feldcroft. Oh, warte. Da unten. Die ganzen Ballons. Bitte. So, einmal bitte komplett wenden.
bin schon wieder zu behindert mit diesen... mit diesem Fliegen. Yay! Gibt's da immer so richtige Strecken, wa? Was? Wer kennt Schön, dass du mal vorbeikommst. Oh, da sind dieses Lager gefällt. Nach dem Krieg werden wir die Welt der Zauberei. Ich scheine in Hogsmeade nicht sonderlich beliebt zu sein. Kein Wunder nach allem. Ich. Hallo. Ja, ich will hier gar nichts. Ich bin Na, genug. Lass mich ganz kurz wegfliegen, bitte. Hier irgendwo war doch noch eine. Ja, genau. Da können wir doch, guck mal, da können wir doch glatt hin. Ja, wunderbar. Ich will noch mal ganz kurz auf die Karte gucken, ob wir hier irgendwelche Tierlager übersehen haben. Also Lager in Anführungszeichen, aber so. Ja, das haben wir gesehen, Totenköpfe. Ja, ich weiß nicht, wo diese ganzen anderen Tierwesen sind. Wo sind denn dann die Deer Recalls? So groß ist die Map doch nicht. Oder muss ich tatsächlich einfach überall mal so lang fliegen und dann sehen wir das und erst dann kommt dieser Punkt auf die Karte? Kann natürlich sein, ne? Weil hier zum Beispiel waren wir ja auch nicht. Vielleicht ist das dann auch hier einfach mal. Vielleicht reisen wir mal ganz kurz hier um die Ecke. Ich meine, wir haben ja jetzt da den Flugpunkt, wollte ich gerade sagen, den Schnellreisepunkt. Dann, was ist das hier? Gibt es da keinen Reisepunkt? Wie doof. Was war das? Das war Einhorn. Ja, vielleicht gehen wir mal ganz kurz nochmal. Können wir da lang eigentlich reisen. Und dann mal ganz kurz nochmal am Einhorn vorbei. Also ich meine, wir fangen keine, aber da so quer rüber. Zu dieser einen Flohflamme habe ich die jetzt markiert. Dass wir mal ganz kurz Handbuch gucken, ob wir wirklich die Recall finden. Ja, habe ich markiert. Okay. Freue mich darin vorzukommen. So. Einmal Gas geben, bitte. Ich hoffe, er bemerkt es endlich. Ich bin besser als alle. So. Ist das hier schon? Dann ist es ja gar nicht so weit weg. Oder müssen wir jetzt noch hier... Oh, wir müssen hier noch rüber, ne? Ja, okay. Guck mal. Was ist das hier? Warte mal. Ach, das sind Kröten. Okay. Die dürfen bleiben. Weiß nicht, ob wir die schon gesehen hatten, aber... Wenn nicht, haben wir sie jetzt... Das Gute ist, wenn ich auf B drücke zum Landen, dann ist es tatsächlich so, dass wir auf einmal nicht mehr fliegen. Also wirklich nicht mehr schnell fliegen. Hallo, tschüss. So, das von den Kröten war jetzt neu entdeckt, ne? Ja, das haben wir vorher auf jeden Fall noch nicht aufgedeckt gehabt. Vielleicht fliegen wir nochmal so eine Runde rum und dann zum Lilanen in der Hoffnung, dass wir dann noch die Deary Falls finden. Oh. Ich wollte nicht Confringo. Wollte ich doch gar nicht. Also wir müssen das scheinbar echt erst alles aufdecken. Das hat schon bessere Tage erlebt. Tal von Hogsmeade. Wir fliegen einen sehr großen Kreis. Da ist noch ein Trollpopellager. Wahrscheinlich war das mit diesem Troll genauso. Weil ich da einfach noch nicht war, konnten wir das noch nicht sehen. Erst als ich dann dran vorbeigeflogen bin, ist mir das Symbol aufgefallen. Was ist hier schon wieder für eine Stadt, wo wir nicht rein dürfen? Mit beschränktem Zugriff. Noch mehr beschränkter Zugriff. Dürfen wir hier nirgendwo hin? Okay, das heißt, das letzte Stück darunter müssen wir reinlaufen. Warte. Gehen wir da noch auf den Weg. Okay, keine Ahnung, wo wir hier sind. Aber wir dürfen nur reinlaufen. Ich würde nur mal eben den Punkt hier holen. Und dann auch wieder raus.
genau den. Ja, sieht nicht so aus, als wenn es hier noch Tierwesen gäbe. Oder haben wir irgendwelche verpasst? Nee, ne? Sehr, sehr schade. Riesige lila Kröten. Ja, hier könnten wir eigentlich mal noch hin, ne? Vielleicht fliegen wir da noch. Dann machen wir jetzt noch eine Erkundungstour. Wer sieht mich? Niemand sieht mich hier. Eine Erkundungstour wollte ich sagen. Zu den Flohflammenpunkten. Dass wir vielleicht dann irgendwie mal nach Möglichkeit alles gefunden haben, was uns später vielleicht noch nützlich vorkommen wird, was wir da vielleicht noch brauchen. Oh, wir können jetzt überall nicht langfliegen, wie nervig. Aber gut, dann einmal außen rum. Da sehe ich schon wieder Ballons. Schaffen wir den? Yay, den haben wir geschafft. Oh, oh. Warte, warte. Nein. Das nervt so, dass ich da manchmal... Wenn ich nicht den Geradeaus-Pfeil drücke, dann lenke ich nicht mit der Maus. Und das macht es dann ein bisschen kaputt. Habe ich jetzt einen verpasst? Da unten ist noch einer. Wo ist er denn? Da. Okay, dann müsste irgendwo ja wahrscheinlich noch einer sein. Tendenziell in diese Richtung. Den ich jetzt nicht mehr sehe. Da vorne ist einer, aber das sind schon wieder andere, oder? Da ist noch einer. Den tatsächlich verpasst. Sieht ja so aus. Hey. Okay, dann macht es ein bisschen mehr Spaß. Vielleicht noch das da unten. Sind bestimmt auch wieder fünf. Das scheinen immer fünf zu sein. Geht viel besser, wenn man langsam flieht. Haha. Dann kriege ich das nämlich auch viel besser hin. Oh, da warte mal. So, was war das für ein Tier? Oder war das schon Krötenkram, was wir... Ich will das sehen. Zeig mir, was das ist. Wovon riesiger lila Kröte? Ach, das kannten wir schon? Ich dachte, das kannten wir noch nicht. Oder war das schon wieder neu? Wo ist denn mein Lila? Da oben. Oh, ich sehe nichts. Lass mich da durch. Okay, ja. Scheint sich nicht zu lohnen hier. Da fliegen wir jetzt nochmal hin. Dann sind wir quasi einmal... Obwohl, sind wir noch nicht ganz. Wir können ja... Oh, hier sind aber echt viele noch, ne? Weiß nicht, ob ich da jetzt überall noch lang fliegen möchte. Eigentlich irgendwie schon. Oder ich fliege da vielleicht einmal rum bis zu Sebastian wieder, bis zu Feldcroft zwischen den Folgen. Und wir machen dann mit Sebastian weiter. Und wenn ich dann da irgendwie noch diese Pfotenabdrücke finde, wo wir vielleicht ein Viech kriegen, was wir noch nicht haben, dann holen wir das nach Sebastian. Ich weiß ja nicht, ob Sebastian mit uns gemeinsam dann auch noch irgendwo anders hingeht. Dass wir sozusagen nicht mehr da aufhören nach der Quest. Aber wir schauen mal. Ich würde sagen, dass... Ja, wir finden das in der nächsten Folge raus. Also danke euch fürs Zuschauen und dann bis dahin. Ciao, ciao.